Ja, schönen guten Abend. Hier ist jetzt Redi, Ihre Bürgersendung. Die Stimmung ist gut, wobei die Stimmung eigentlich schlecht ist. Es ist eines der größten europäischen Verkehrsprojekte der letzten Jahrzehnte. Trotzdem gibt es gerade in Bayern richtig Zoff. Ärger ohne Ende. Wie geht es weiter mit der Brenner Bahntrasse? Sie wissen, wir bauen den Brenner Basistunnel und dann soll dann später mal Verkehr von der Inntalautobahn, von der Straße auf die Schiene verlegt werden. Das ist ja eigentlich gut, aber trotzdem gibt es seit Jahren Streit, denn die Bürgerinnen und Bürger hier in Rohrdorf, die fürchten um ihre Heimat. Die sagen, wir wollen keine neuen Bahntrassen. Und mit Ihnen werden wir diskutieren. Es gab heute übrigens vor der Halle auch schon große Proteste. Da wurden die Trillerpfeifen ausgepackt und die Transparente. Daran sieht man, dass das Ding wirklich den Menschen auf der Seele liegt. Wir diskutieren mit Ihnen, aber natürlich auch mit der Politik. Ich freue mich, dass der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter bei uns ist. Herzlich willkommen. Und sie kann auch gut für die Region sprechen, weil sie kommt aus der Region, aus Rosenheim, ist schon seit vielen Jahren für die SPD im Europaparlament. Herzlich willkommen, Maria Neuchel. Also, an den Bildern der Demonstranten haben wir gesehen, dass da ordentlich Feuer im Kessel ist. Und deswegen wollen wir diskutieren, hier in unserer Arena, in der Turnhalle in Rohrdorf, aber natürlich auch von zu Hause über alle sozialen Kanäle zusammen mit Franziska Eder. Ja, danke Tillmann. Einen schönen guten Abend Ihnen. Und während wir hier streiten, werden in Italien und Österreich fleißig Tatsachen geschaffen. Denn da erreicht morgen diese große Tunnelbohrmaschine österreichisches Staatsgebiet. Und das wird dort auch gefeiert. Hier wird noch ein bisschen länger gestritten, nehme ich an. Und deshalb schreiben Sie uns auch gerne Ihre Frage und Ihre Meinung zu diesem Thema. Jetzt redi@br.de ist die E-Mail-Adresse oder Sie kommentieren den Facebook-Livestream. Heute haben wir es mit der Aussprache auf BR24. Ja, hier fürchten die Menschen um ihre Heimat. Tillmann hat es gerade schon gesagt. Und nicht nur um die Heimat. Manche fürchten auch um ihre ganze Existenz. Familie Unterseher aus Lauterbach im Inntal. Sie bewirtschaftet ihren Hof schon in der 5. Generation. Doch damit könnte bald Schluss sein. Also wir dann über 20% von unserer Fläche verlieren. Und das war also existenzbedrohend. Das ist einfach ein komplett unnötiges Projekt, das wo da einfach ein komplettes Lebenswerk auch zerstört. Ja. Die Rede ist von der Brenner Bahntrasse, ein europäischer Megaplan. Güter sollen in Zukunft mehr per Zug durch den neuen Brennertunnel von Deutschland nach Süden transportiert werden. Und dafür soll es dann weniger Lkw-Staus geben. Während in Italien und Österreich schon fleißig gebaut wird, hat die Bahn in Deutschland erst 2022 den Verlauf der neuen Strecke festgelegt, begleitet von Bürgerprotesten. Nordwestlich von Lauterbach zwischen Grafing und Ostermünchen wurde sich dabei beispielsweise für die Strecke Limone und nicht, wie von Bürgerinitiativen gefordert, für die Strecke Türkis entschieden, die an den bisherigen Gleisen verlaufen würde. Laut Bahn sei Limone die verträglichste Lösung für die Menschen in der Region. Das sehen nicht alle so. Landwirt Wolfgang Unterseher bezweifelt generell den Sinn einer neuen Strecke. Es hätten heute schon alle Güter Platz auf der Schiene, ja. Aber dieses Projekt ist einfach komplett unnötig. Ja? Und das brauchen wir hier nicht. Hinzu kommt, dass die Trasse im naheliegenden Stephanskirchen durch ein Trinkwasserschutzgebiet laufen soll. Eine komplette Untertunnelung ist noch im Gespräch. Die zusätzlichen Kosten lägen aber vermutlich im dreistelligen Millionenbereich. Endgültig abgesegnet soll die Strecke 2025 im Bundestag werden. Die Unterseers wollen das noch verhindern. Gemeinsam mit anderen Menschen in der Region protestieren sie gegen den Neubau und haben erst vor kurzem entlang des geplanten Streckenverlaufs Feuerschalen als Zeichen des Protests aufgestellt. Also, da kann man sehen, dass wirklich Feuer in Anführungszeichen unter dem Kessel ist. Wolfgang, jetzt haben wir Sie gerade schon kennengelernt, deswegen vielleicht noch eine Zusatzfrage. Sie sind Anfang 20, so rund um und um. Ja, wie sehen Sie Ihre Zukunft als Hofnachfolger? Ich sehe meine Zukunft ganz einfach. Ich sehe meine Zukunft gar nicht mehr als Hofnachfolger, ja. Weil der Hof dann nicht mehr existiert. Weil man uns das wegnimmt mit dem, wo wir tagtäglich arbeiten müssen, ja. Auf dem, wo alles aufbaut. Ja, und das ist ja nicht bloß unser Hof, sondern das ist jeder Hof. Und das ist auch jeder hier rund um und um. Ja, jeder braucht Grund und Boden.
Aber wäre es dann nicht so, wenn gebaut wird, dass Sie dann einen Ausgleich bekommen für die Flächen, die Sie hergeben müssen? Also mit dem Ausgleich kann ich absolut nichts anfangen, ja. Das ist wie, wenn ich einem Zimmerer seinen Hammer wegnehme und sage, ja, kriegst du ja Geld dafür. Ja, trotzdem kann ich nicht mehr arbeiten, ja. Ganz einfach. Weil Ihre Mama auch gerade dabei ist, wie steht man momentan so auf? Wie macht sie eure Arbeit? Mit welchem Gefühl geht man am Morgen zu der Kirche und aus dem Haus? Ja, mit einem unguten Gefühl. Weil ich sage immer, es ist ja seine Zukunft. Und ich genieße halt jetzt jeden Tag, wo keine Baustelle ist. Weil wenn man das Projekt sieht, das völlig unnötig ist und dann die Natur weg ist, weil das kann man nicht mehr herstellen. Ja. Was da kaputt gemacht wird, kann man nicht mehr herstellen. Ja. Also auch nicht mit Ausgleichsflächen. Weil wenn um einen Hof nur Beton ist, also. Und als Mama, das kenne ich von meiner, wünscht man sich natürlich das Beste für seine Kinder. Nur das Beste. Dann herzlichen Dank. Dankeschön. Wer möchte weitermachen? Bitte schön, Hand hoch. Machen wir gleich nochmal die Dame hier vorne. Grüß Gott, Servus. Ja, grüß Gott. Ich bin die Anna Pichler, bin Ortsbäuerin von Ober- und Niederaurach. Und ich möchte eigentlich über die Verknüpfungsstelle Niederaurach reden, weil die einen wahnsinnigen Flächenverbrauch für uns Landwirte hat. Also wir haben 7 Landwirte in Niederaurach und die Verknüpfungsstelle, also wir rechnen mit 50 Hektar Baustelleneinrichtung und diese Fläche, also die Bauern von Niederaurach hat ja jeder 50-80% in dieser Fläche. Mhm. Also man kann sagen, die Niederaurach Landwirtschaft gibt es da noch nicht mehr. Okay. Und Verknüpfungsstelle heißt, da werden dann praktisch Gleise verknüpft, da kann man dann überholen, da kann man dann natürlich den Verkehr in Anführungszeichen besser abwickeln und dafür braucht es ein großes Bauwerk und das wäre dann genau auf eurem Grund, wo ihr heute Landwirtschaft macht. Genau, das ist auf unserem Grund und es ist ja nicht gerade die Baustelle, es ist auch die Baustelleneinrichtung, da wo auch Betonwerk und alles Mögliche, die ganzen Ablagerungen gelagert werden. Und bei uns ist es ja so, es gibt gar keine Ersatzflächen. Das ist am engsten Stall vom Tal wird das gemacht und geplant. Wir haben umringt von Grenzen, also nach Österreich im Süden und im Osten und vom Berg Wildbarn. Und vielleicht auch nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das wird auch noch relativ lange dauern, weil wahrscheinlich Baubeginn in Deutschland erst 2031, Fertigstellung 2040. Da kann man auch daran sehen, an diesen langen Zeiträumen, dass es natürlich dann ein langer Einschnitt auch ist. Herr Bernreiter, wenn wir jetzt gerade die beiden Landwirte gehört haben, müssen jetzt bayerische Bauern im schönen Inntal ein europäisches Verkehrsprojekt, so sinnvoll wie das sein mag, ausbaden? Ja, zuerst einmal möchte ich mal sagen, dass wir als Freistaat Bayern natürlich jetzt nicht der Maßnahmenträger sind. Also wenn ich den Protest höre, also ich habe das weder angeschafft noch geplant noch sonst was, aber ich bin der Moderator hier, habe mich in der Region, an meinem zweiten Amtstag im vergangenen Jahr, habe ich die erste Diskussionsrunde moderiert mit Abgeordneten aus der Region, mit Bürgermeistern, mit Landräten, um hier eben sprechend auch zwischen den Aufgabenträger, dem Maßnahmenträger ist die Deutsche Bahn, zu vermitteln. Wir als bayerische Staatsregierung haben ganz klare Positionen, das steht auch im Koalitionsvertrag, dass natürlich zuerst einmal der Bedarf nachgewiesen werden muss. Das Zweite. Und das Zweite ist, wenn es dann gebaut wird, also ich kann mich da nicht wegleugnen, ich bin natürlich jetzt sehr viel unterwegs, bin im Sommer die Strecke selber mal mit der Güterlokomotive bis zum Brenner abgefahren, habe gesehen, wie in Österreich das alles wunderbar ausgebaut ist, alles natürlich unter der Erde, in der Galerie, darum haben wir auch Position, dass wir maximale Anwohnerfreundlichkeit wollen und das auch vom Bund einfordern. Aber was heißt es, Herr Bernreiter, ab welchem Zeitpunkt oder ab welchem Punkt der Diskussion sind Sie für den Neubau und ab wann gegen den Neubau? Ja, wenn der Bedarf, wie gesagt, nachgewiesen ist, und da müssen wir realistisch sein, mit allen, die ich diskutiere, mit den Frechtern, mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen, mit den Nachbarn, ich war jetzt erst am Freitag in Südtirol, die fragen alle, wann seid ihr endlich fertig? Die Zahlen kenne ich natürlich und da muss man ehrlich sein und auch realistisch, dass der Bedarf nicht nachgewiesen werden kann. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Okay. Darum müssen wir realistisch mit dem Thema umgehen. Okay. Aber es muss halt dokumentiert sein. Gut, dann gehen wir mal zur Frau Neuchel. Frau Neuchel, die Europäische Union hat sich vor Jahrzehnten dieses, wir haben es ja gesehen im Zuspieler, dieses große europäische Verkehrsprojekt ausgedacht. Grundsätzlich klingt sowas ja immer cool, das schaut immer super aus. Ja, Schiene, Vorrang, weniger auf der Straße. Aber, wie wir es gehört haben, ausbaden müssen es dann die Menschen ja nicht nur hier im Inntal, sondern auch in Tirol.
Ja, aber man muss schon sagen, also den Trassenverlauf hat sich nicht die Europäische Union ausgedacht. Also schon mal runter vom Gas. Und ich denke mal, hier wurde jetzt ein paar Mal, finde ich, Äpfel mit Birnen verglichen. Auch der Einspieler. Der Einspieler hat ausschließlich Güterwaggon gezeigt. Der Einspieler hat immer von Verlagerung von Güter auf Schiene. Und ich glaube, das sind alle auch in der Region dafür. Nur, wie erklärt sich's? Und diese Frage konnte noch keiner beantworten. Wenn das Thema Verlagerung von Güter auf die Schiene im Zentrum steht, warum brauche ich dann eine Hochgeschwindigkeitstrasse? Okay. Das heißt... Frau Neuschel, das heißt, na, um das zu erklären, das heißt, Frau Neuschel, Sie sagen, für das, was wir an Güterverkehr jetzt haben, beziehungsweise in den nächsten Jahrzehnten haben werden, brauchen wir keine Neubaustrecke, da langt es, wenn wir die bestehenden Gleise ertüchtigen. Auf jeden Fall ist es so. Okay. Und Europa hat auch keine Hochgeschwindigkeitstrasse bestellt. Es steht in den letzten Papieren nochmal explizit drin, 160 Kilometer für Personen soll es sein und 100 Kilometer, Stundenkilometer für Güter. Von 230 steht nirgends etwas. Es ist so einfach, es ist so furchtbar einfach, die Schuld auf die EU zu schicken. Ja. Im Endeffekt ist es so, aber dass Bayern seit vielen Jahrzehnten geschlafen hat in dem Bereich und jetzt eine Neubaustrecke kommen soll, die völlig am Gut, aber schon noch ist. Eine Frage hätte ich dann. Ist es dann für Sie als ja auch Umweltpolitiker, auch als Mensch, der ja auch an die Umwelt denkt, kein Argument, wenn dann das Argument natürlich auch kommen wird, naja, aber wir müssen doch auch dafür sorgen, dass die Personen schneller von München nach Mailand kommen und nicht mehr den Flieger nehmen, sondern vielleicht in Zukunft eine schnelle Personenbahn? Von München fliegen täglich 2 Flieger, zum Beispiel nach Verona, einfach nur, dass man sich die Größenordnung anschaut. Man spart ungefähr, wenn wir hier wirklich die Neubaustrecke kriegen, zwischen 7 und 10 Minuten. 7 und 10 Minuten für den Personenverkehr könnte man sparen. Das steht überhaupt nicht im Verhältnis zur Zerstörung und zum negativen Punkt in Sachen Nachhaltigkeit. Enkeltauglich ist diese Trasse, die neue Trasse, sicher nicht. Denn da ist so viel Beton verbaut, da müssen vielleicht die Enkel und die Urenkel noch Bahn fahren, jetzt dass möchte sich überhaupt rentiert. Der Minister noch was sagen? Dann machen wir gleich mit Ihnen weiter, bin gleich bei Ihnen. Also, was wollen Sie, Herr Bernreiter, also, noch anfügen? Frau Abgeordnete, das wäre doch jetzt ganz einfach. Jetzt gibt es in Berlin eine Koalition, die planen das, die beschließen das auch. Die Ampel hat die Mehrheit. Heute Nacht habe ich gelesen, oder die letzten Nächte ist er verhandelt worden. Ich habe mir das Papier heute noch mal angeschaut. Da steht ganz klar drin, die TEN-Projekte, da gehört das dazu, werden beschleunigt vorangetrieben, als mega wichtig. Und ich habe auch noch niemand gehört, also der Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, der fragt mich immer, wann kommen wir da voran. Ich habe eingeladen den Herrn Minister, den Herrn Staatssekretär, da kommt doch keiner vor Ort. Aber heute Nacht, die Ampelkoalition hat sich geeinigt, das Ding soll mir vorangetrieben werden. Da machen Sie sich jetzt ein bisschen leicht. Die Ampelkoalition hat sich aber auch darauf geeinigt, dass der Ausbau vor Neubau steht. Und zwar nicht nur bei der Straße, sondern auch bei der Schiene. Ich glaube, der Letzte hat mittlerweile kapiert, dass wir endlich die Infrastruktur wieder herrichten müssen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bundesbahn nur Neubau kann. Also nochmal, das wird an den Bundestag weitergespielt. Lernen. Ihr beide habt jetzt gerade genug Zeit gehabt. Nehmen wir den letzten Redner, weil er sich gerade... Nein, der Herr hier vorne im Karo hatte sich gemeldet. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz ergänzen und einleiten dazu, was der Minister gesagt hat. Michael Theurer heißt der parlamentarische Staatssekretär der FDP. Also die sind ja in der Koalition. Und der sagt im Moment, das hat er bei uns gegenüber BR24 gesagt, eine zweigleisige Neubaustrecke Richtung Brenner Basistunnel ist notwendig für den Schienengüterverkehr und den Personenverkehr. Grüß Gott. Grüße Sie, Stefan Voigt. Ich sehe es genauso. Es braucht eine zweigleisige Ausbaustrecke. Am Bestand entlangführen geht durch Rosenheim definitiv nicht. Bei Assling wird es diskutiert und da gibt es auch eine Bürgerinitiative, die dann dagegen ist. Warum? Weil es bei den Leuten ist. Was ist denn so charmant dran, dass ich den ganzen Verkehr genau dafür, wo er jetzt ist, anstatt ihn durch relativ großzügige Tunnels zu führen, 5,5 Kilometer um Rosenheim rum, das sind über 60.000 Leute in Rosenheim, die dann begünstigt sind. Das hat nicht nur damit zu tun, dass das alles schneller wird, es ist auch wirklich schonender. Ganz einfach. Und Sie sagen, wenn ich Ihr Argument richtig verstehe, Sie sagen, wenn die Güterzahlen auf der Straße und dann natürlich auch auf der Schiene weiter so ansteigen, wie wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, brauchen wir... Wir haben jetzt Prognosen von plus 50% bis 2051 auf der Straße. Straße geht hier aber nicht, weil Brenner Basistunnel heißt, ab spätestens da wird das Ganze auf der Schiene sein müssen. Die Brenner Autobahn wird nicht ausgebaut, das geht nicht. Und die Österreicher zeigen jetzt schon, dass sie mit ihrer Blockabfertigung da schwer dagegen vorgehen. Das heißt, der Verkehr muss auf die Schiene und da muss er leistungsfähig hin.
Also, und das ist eine sehr schöne Lösung. Man kann froh sein, wenn das dann tatsächlich durch den Bundestag auch so akzeptiert wird und nicht eingedampft wird mit mehr Oberirdischen. Also anderes Argument. Herzlichen Dank. Vielleicht fragen wir mal unseren Hausherrn, den Bürgermeister hier aus Rohrdorf, Herr Hausstädter. Also was haben Sie für eine Position? Sie kämpfen ja auch für Ihre Menschen vor Ort. Was sagt der Bürgermeister, wenn er von Neubauplänen hört? Ja, wir wollen von Neubau natürlich nichts hören, das ist klar. Aber ich denke, wir haben auch Zuschauer aus ganz Bayern, die werden sich jetzt weniger für Rohrdorf interessieren. Ich möchte auf was ganz anderes noch hinaus. Für Rohrdorf sollte man sich mal interessieren, weil es so eine schöne Gemeinde ist. Natürlich, das schon. Aber ich möchte noch einmal zitieren aus dem Sonderbericht des Bundesrechnungshofes, der vor kurzem erschienen ist. Ich habe da mal ein paar Zitate rausgeschrieben. Da steht zum Beispiel drin: Das Bundesverkehrsministerium muss die Deutsche Bahn AG grundlegend reformieren. Die Deutsche Bahn AG ist ein Sanierungsfall. Die Konzernverschuldung wuchs seit dem Jahr 2016 um 5 Millionen pro Tag. Die Nettofinanzschulden betragen inzwischen mehr als 30 Milliarden Euro. Die DB AG entwickelt sich zum Fass ohne Boden. Also Sie sagen, die Bahn kann sich das eigentlich gar nicht leisten. Nicht die Bahn, wir, der Bund, kann sich's nicht leisten. Also wir, weil wir halt dann wiederum das Geld geben für die Bahn. Und wir reden da nicht von irgendeiner Zeitung, wo das drinsteht, sondern von einem Sonderbericht zur Dauerkrise der Deutschen Bahn. Und was macht die ganze Planung im Moment für Sie, für Ihren Ort? Unser Ort wird komplett zerschnitten. Wir haben es hier mit einer Neubautrasse zu tun, die nicht nur zweigleisig wäre, sondern an einer Stelle ungefähr einen Kilometer lang mit einem Überholbahnhof versehen. Der Begriff Bahnhof führt ein wenig in die Irre. Da steigt keiner ein, da steigt auch keiner aus, sondern es ist ein reines Überholgleis. Das bräuchte man laut Planern, um eben die langsamen Güterzüge rausfahren zu lassen und die schnellen überholen zu lassen. Jetzt haben wir den Bürgermeister gehabt aus Rohrdorf. Gibt man denn noch eine Bürgerin, da vielleicht eine Bürgerin in Lila? Ich hoffe, dass Sie aus Rohrdorf sind. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin Kreisvorsitzende vom Hotel- und Gaststättenverband hier im Landkreis. Also wahrscheinlich Wirtin. Wirtesprecherin sozusagen. Was haben Sie für Wirtschaft, wenn ich fragen darf? Die Post in Rohrdorf. Ah gut, ja, wunderbar. Also, was sagt dann die Wirtin, die natürlich vor allen Dingen möchte, dass ihr Laden voll ist? Ich bin aber auch von Anfang an in dem Dialogverfahren als Wirtschaftsvertreterin dabei gewesen. Ich bin sehr gut informiert. Was mich an der ganzen Debatte sehr stört, es wird immer so getan, dass wir hier so Nachholbedarf sind. Wir schlafen hier in Bayern. Klar, die Österreicher haben gebaut, die sind weit dran, aber der Brenner, der Tunnel hat zwei Gleise. In Südtirol werden definitiv 80 Kilometer sind noch planungsfrei. Von dieser Strecke, der Süden ist das Problem. Der Süden ist der Engpass, das ist ein Nadelöhr und das wird nicht besser werden. Die Südtiroler sind schlauer. Also, wenn es nach Ihnen geht, auch Ausbau der Bestandsstrecke und kein Neubau. Genau. Die Südtiroler sind schlauer. Die machen es nur da, wo sie schöne Förderungen für ihre Tunnels kriegen. Ja. Von der EU kriegen sie wirklich viel, viel Geld. Das haben die genommen, haben schnell ausgebaut. Für die anderen Strecken macht man Machbarkeitsstudien. Eine Machbarkeitsstudie nach der anderen. Ich sage, 150 Kilometer werden da sowieso nicht gebaut. Und wir sind nicht das Nadelöhr. Das Nadelöhr ist im Süden. Habe ich gedacht, die schlauesten Menschen gibt es in Inntal, aber anscheinend gibt es die schlauesten Menschen in Südtirol. Herzlichen Dank. Und hier leben 12.300 Menschen vom Tourismus und von der Landwirtschaft noch ganz, ganz viele. Ja. Und die brauchen auch ihren Arbeitsplatz. Lassen Sie mich zwei Punkte von Ihnen an Klaus-Dieter Josel weitergeben, Generalbevollmächtigter der Deutschen Bahn. Hier vorne sitzt er in der Mitte. Mikrofon ist bei Ihnen. Erstmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Also, der erste Punkt. Warum baut man nicht die Bestandsstrecke aus und konzentriert sich momentan, obwohl nach den Wortmeldungen der Bedarf nicht nachgewiesen sei, auf einen Neubau? Also wir bauen ja hier planen und bauen im Auftrag des Bundes. Und der Bund hat in seinem Bedarfsplan Schiene ganz klar den Bedarf hier aufgezeigt. Auch Bundesverkehrsminister Scheuer hat im Rahmen des Raumordnungsverfahrens hier in Rosenheim erklärt, der Bedarf ist gegeben. Es wird jetzt ja auch die Prognose aktualisiert 2040. Und man muss nur auf die Straßen schauen. Also die Güterverkehrsmengen steigen. Und die Prognosen, die jetzt auch die Verkehrsunternehmen, auch andere Länder gemacht haben, zeigen ganz klar nach oben. Also ich bin sicher, der Bedarf ist gegeben. Aber das heißt, wenn ich Herrn Beinreiter richtig verstanden habe, Sie müssen schon von Seiten der Bahn oder beziehungsweise auch über Ihre Kanäle nochmal den Bedarf nachweisen, dass er wirklich auch dingfest ist, dass man sagen kann als Politiker, als Politikerin, ich habe jetzt, keine Ahnung, 10 Gutachten, die sagen, der Bedarf ist da und vielleicht nur ein oder zwei Gutachten, das sagt, der Bedarf ist nicht da. Also derzeit läuft die Aktualisierung des Bundesverkehrswegeplans, ist eine neue Prognose mit dem Fokus 2040 in Arbeit, die verantwortet der Bund.
Er ist hier verantwortlich. Und die wird im Jahr 2024 erstellt werden, fertig werden, sodass dann rechtzeitig mit der parlamentarischen Befassung hier diese Prognose auch vorliegt. Die ist auch Grundlage dann für die Nutzen-Kosten-Untersuchung, die dann natürlich noch zu machen ist. Ja. Und weil wir den Bürgermeister hier aus Rohrdorf gehört haben, dieser Vorwurf, mei, die Bahn hat eigentlich so viele Baustellen, das Geld müsste erstmal in den Ausbau von anderen Strecken fließen, in die Ertüchtigung. Wir brauchen mehr Lokführerinnen und Lokführer. Wir müssen generell bei der Bahn besser werden. Ihr habt eigentlich gar kein Geld für so einen kostenspieligen Neubau? Der Bundesrechnungshof kritisiert immer wieder die Bundesregierung. Jedes Jahr kommt dieser Sonderbericht. Aber ich will auf das eingehen, was auch Minister Bernreiter eben gesagt hat. Gestern Abend hat die Koalition ja entschieden, 45 Milliarden zusätzliche Euro in das System Schiene zu stecken. Man will hier die Verkehrsverlagerung auf die Schiene zum Wohle des Klimas, auch zum Wohle der Wirtschaft und letztendlich insgesamt auch der Menschen. Es gibt vor Ort Betroffenheiten, mit denen müssen wir umgehen. Deshalb sind wir hier auch im Planungsdialog und versuchen, das so akzeptanzfähig wie möglich zu gestalten. Aber es ist hier der Bedarf gegeben und wir kriegen, der Bund sieht das, der Bund will die Schiene stärken und die Bahn hat jetzt Zusagen, in den nächsten Jahren zusätzliches Geld zu bekommen. Okay, also nochmal Argument, der Bedarf sei da, haben Sie gesagt. Herzlichen Dank, Dankeschön, ich bin gleich bei Ihnen, aber wir wollen natürlich auch unseren, hier sieht man übrigens nochmal über unsere Einblendung den Brenner Nordzulauf, den Basistunnel, das Ganze wirklich diesen weißen Verkehrsverbund von München runter nach Verona. Wir wollen natürlich auch gucken, Franzi, was die Menschen draußen zur Diskussion beizutragen haben. Ja, Marinus Paul gibt als erstes mal einen Wandertipp und sagt, geht doch bitte alle mal auf den Kranzhorngipfel raus und schaut runter nach Niederaudorf und stellt euch dann vor, wo zwischen Dorf, Berg, Autobahn, Inn und der Bestandsstrecke noch eine Verknüpfungsstelle gebaut werden soll, wurde vorher hier ja auch angesprochen. Franz Spiegel sieht das Ganze ein bisschen anders und sagt, in Deutschland kann man ja kaum mehr große Bauvorhaben realisieren. Sofort gibt es eine Bürgerinitiative und große Proteste und dann wird alles zerredet. Da sieht er Parallelen zur Windkraft. Und unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mehrt sich noch eine Frage. Und Tillmann, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich zu doof war oder nicht aufgepasst habe an den Herrn Josel. Nochmal ganz klar, wieso kann man die Bestandsstrecke nicht ausbauen? Wieso muss Ihrer Meinung nach ein Neubau sein? Eine neue Trasse. Also die Bestandsstrecke kommt an ihre Grenzen. Wir haben heute rund 200 Züge zwischen Rosenheim und Kufstein. Und jetzt lass den Mann doch ausreden, der hat heute keinen schönen Job. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Wir haben hier gut 200 Züge auf der Strecke und wir haben vermarktungsfähige Trassen, also Trassen, die aus Deutschland beginnen und nach Verona gehen, nur noch 15 pro Richtung, also 30 vermarktungsfähige Trassen. Wir kommen an unsere Grenzen. Aber wir kommen an Ihre Grenzen, heißt für mich als Journalistin noch nicht, ich schließe es komplett aus. Oder wir kommen an die Grenzen, doch, weil wir Prognosen haben, dass die Zugzahlen deutlich stärker steigen als 250. Okay, pass auf, machen wir es doch mal so, weil Sie gerade gesagt haben, wer war denn hier, der Lüge gesagt hat? Wer war denn so frech und hat Lüge gesagt? Na, jetzt müsst ihr auch mal was in der Hose haben und dann auch zugeben, dass wir Lüge gesagt haben. Also einer von euch hat hier auf der Seite Lüge gesagt. Okay, dann nehmen wir mal den Herrn da hier in der Mitte mit dem grauen Sakko, weil er zumindest gesagt hat, es sei nicht ganz richtig. Also Sie sind der Meinung, das Mikrofon brauchen Sie nicht halten, das macht der Kollege für Sie. Sie sind der Meinung, es braucht keinen Neubau, weil auf der Bestandsstrecke es möglich wäre, die große Zahl der Züge zu fahren. Ja. Also mein Name ist Gerhard Müller. Ich war 40 Jahre als Herr Müller, erzählen Sie es mir bitte persönlich, ohne vom Blatt abzulesen, weil das ist immer ein bisschen komisch bei einer Bürgersendung, wenn irgendeiner dann sein in Anführungszeichen vorbereitetes Statement abliest. Ich war 40 Jahre als Bauingenieur für die Deutsche Bahn tätig und habe praktisch mein ganzes Berufsleben mich dafür eingesetzt, dass mehr Verkehr auf die Schiene kommt. Ich war in dieser Zeit auch leider von mehreren Großprojekten und in dieser Zeit habe ich auch mit Kollegen zusammen ein Konzept zur Bewältigung des Brenner Mehrverkehrs, der vor 20, 25 Jahren schon in Sichtweite war, entwickelt. Und das damalige Konzept war... Ja, lassen Sie mich da mal ganz kurz einhaken, weil wir wollen ja noch ein paar mehr Rednerinnen und Redner reinnehmen. Vielleicht nochmal, um zum Punkt zu kommen. Sind Sie der Meinung, dass die Zahl der Züge jetzt und in den nächsten Jahren anders als der Herr Josel auf der Bestandsstrecke machbar ist? Ich bin der Meinung, ich zweifle die Prognose nicht an, die sagt, die vorgibt 400 Züge am Grenzquerschnitt Kufstein. Ja. Aber ich bin überzeugt, dass diese 400 Züge auf einer zweigleisigen Strecke bis Rosenheim fahrbar sind. Okay. Nicht durch Okay. Lassen wir jetzt mal ganz kurz hier stehen.
Vielleicht noch eine Frage in die Runde. Haben wir irgendeinen Spediteur da, der das aus seiner Warte beurteilen kann? Hier irgendeiner, der, bitteschön, hier, der Herr hat kurz ganz verschämt die rechte Hand gehoben. Also, als, jetzt kommt schon der Nächste mit dem Zettel. Jetzt steck erst den Zettel weg und erzähl es mir einfach so. Also, wenn Sie Ahnung vom Speditionsgeschäft haben, was sagen Sie zu diesen unterschiedlichen Deutungen? Einmal, wir brauchen eine neue Strecke, weil wir müssen diese Zahl der Züge abwickeln. Und einmal, nein, das geht auf der alten. Also nicht Spediteur, sondern Logistiker, aber macht nichts. Entschuldigung. Ich habe es deswegen vorgelesen, weil man es nicht glauben kann. Also der Bahnausbau im Unterinntal im September 1853 gestartet und 5 Jahre später, also in einer Legislaturperiode, sind die Züge gefahren. Also in 5 Jahren hat man jetzt vor 170 Jahren die 2 Gleise gebaut. Und das ist die große Diskussion, haben wir jetzt den Bedarf? Und ich würde es mal an dem festmachen, nicht mit der Zukunft, sondern was wir jetzt haben. Wir haben momentan 2,6 Millionen LKWs am Brenner. Das werden bis dahin mindestens 3 Millionen sein. Mhm. Und ich nehme mal als gutes Beispiel, wir haben in der Schweiz 75% auf der Schiene. Wir haben mit deutschen Containern zum Seehafen Hamburg auch 75%. Und wir haben eigentlich im Inntal nur 22% auf der Schiene. Also Herr Josel hat recht, es sind noch 15 Züge, die man noch fahren könnten in jede Richtung. Das ist richtig. Aber jetzt rechnen wir mal ganz einfach. Die Züge werden länger werden. Wir haben heute 30 Lkw auf dem Zug. Bei 740 Meter werden es 40 sein. Also sind es bei 250 Einsatztagen 10.000 Züge pro Zug. So, und jetzt können wir uns entscheiden, was wir wollen. Also das heißt, Sie sagen, weil ich bin in Mathe auch nicht gerade eine große Leuchte gewesen, ja. Aber das heißt, Sie sagen, wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwann mal in diese Richtung Schweiz gehen wollen, mit 50% oder 60%, vielleicht auch 70% Lkw-Verkehr auf der Schiene, brauchen wir die neuen Gleise. Also ich würde sagen, wir sollen das entscheiden. Ich würde das genauso sagen, was das Argument vom Bundestag ist. Ich gebe bloß mal die Grundlagen, also 10.000 Lkws pro Zug. Und wenn wir 30% wollen, okay, dann haben wir jetzt so und so viel. Und wenn wir jetzt mal sage ich mal, die 75 wollen, müssen wir die 22 wegziehen, dann könnte man 1,6 Millionen auf die Schiene bringen, das wären 160 Züge pro Tag. Also Sie sind für die Neubaustrecke? Das ist die Frage, ob dann die Bahn das kann. 160. Sie sind für die Neubaustrecke? Ich würde es offen lassen. Ja. Ich würd sagen, das wären die Grundlagen, wo man diskutieren Sie haben kann. Schön diplomatisch abgegrätscht, herzlichen Dank dafür. Aber entscheiden muss die Politik. Also nochmal, Herr Bernreiter, Frau Neukel, jetzt haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Die einen sagen, wir brauchen es, die anderen sagen, wir brauchen es nicht. Entscheiden muss es die Politik. Wie wird entschieden? Die Zahlen sind verfälscht. Die sind wahnsinnig verfälscht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel haben wir wahnsinnig viele Umfahrungsverkehre. Nämlich Verkehre, die normalerweise überhaupt nicht über den Brenner fahren würden. Hätten wir eine gut ausgebaute, und die wollen wir ja, eine gut ausgebaute Strecke Mühldorf, München-Mühldorf, dann wäre da schon mal ein Teil weg. Und diese hätten einige Kilometer, viele Kilometer Ersparnis runter nach Triest. Das heißt, momentan werden Verkehre mitgezählt, die auf der Trasse eigentlich gar nichts zu suchen haben. Das Zweite ist, warum ist der Brennerübergang der billigste? Also wenn ich Zahlen haben will, dass alle über den Brenner fahren, dann mache ich einfach die Überfahrung. Ja, aber das könnten Sie doch im Europaparlament anstoßen und mit den Italienern regeln. Es ist einfach so, dass in Sachen Gotthard, Brenner, Tauern der Brenner der billigste ist. Ja, aber ist das keine Aufgabe für das Europaparlament, dass man da länderübergreifend, staatenübergreifend ein bisschen seinen Finger in die Wunde legt? Jetzt folgen Sie doch mal meinem Gedanken. Wenn Sie 3 verschiedene Wege über die Alpen haben und ein Weg ist der billigste, dann weiß ich auch, wo die Zahlen herkommen. Aber Frau Neukel, was machen denn dann Ihre Kollegen im Bundestag? Weil ich höre bei den SPD-Abgeordneten im Bundestag relativ wenig Opposition gegen die Neubaustrecke. Also die Abgeordneten im Bundestag können nicht die Kosten vom Gotthard zum Beispiel bestimmen. Das bestimmt nicht. Nein, ich meine jetzt gegen die Neubaustrecke, weil ich höre jetzt im Moment, ist es immer noch so, dass die Grünen sind auch nicht gegen eine Neubaustrecke, die werden unter Umständen im Bundestag dafür stimmen. Die FDP sowieso, haben wir gerade schon gehört, und die SPD wahrscheinlich auch. Das heißt, es ist momentan Ihre private Meinung, oder wie ist das bei der SPD? Viele im Bundestag verlassen sich auf eine Aussage, und die Aussage heißt, es muss eine Hochgeschwindigkeitstrasse werden. Und genau an der Stelle müssen wir ansetzen. Wenn wir das kippen, und ich sage nur mal, europäisch ist es nirgends die Pflicht, dass es eine Hochgeschwindigkeitstrasse wird, dann könnten wir kleinere Radien haben, wir hätten engere Abstände zwischen den Gleisen. Das heißt, alles, was momentan ausgebaut wird, wird nicht, da ist nicht die Bahn schuld. Die Bundesregierung bestellt bei der Bahn eine Hochgeschwindigkeitstrasse. Und ich würde mir wünschen, dass alle mit aber ist allen dann die Bundesregierung klar schuld? Sprechen. Wenn dann die Bundesregierung schuld ist, dann ist gerade die Koalition aus Ampel, SPD und der FDP. Und die
den Grünen schuld. Bestellt worden. Also das ist das doch jetzt auch. Aber schuld seid ihr dann auch, weil ihr natürlich das momentan umsetzen müsst. Also unterm Strich ist dann irgendwann, man muss entscheiden. Nein, Herr Bernreiter, was ich noch fragen wollte. Wir haben diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, diese unterschiedlichen Zahlen gehört. Wer, nach welchen Zahlen wird entschieden? Nach den Zahlen, die dann von der Bahn kommen oder nach den Zahlen, die von den Gegnerinnen und Gegnern kommen? Ja, das ist für mich ganz einfach und ist für mich eigentlich schon sehr schwierig, wenn ein Mitglied eines Parlaments sagt, ja, die Zahlen sind gelogen, wir haben einen Rechtsstaat. Das ist doch alles überprüfbar. Und es wird doch, Entschuldigung, letztendlich wird doch jede Maßnahme, die wir in Deutschland derzeit planen, ein Zuschauer hat es ja vorher gesagt, es wird doch vor Gericht überprüft. Und ich habe schon Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass das dann entsprechend auch passt. Und vorher muss natürlich die Politik im Bundestag entscheiden, was man will. Und ich hoffe natürlich, und dafür werbe ich auch, dass man, wenn das so kommen sollte, dass das alles belegt ist, dass man den Tunnel, dass man die Strecke braucht, dann fordern wir natürlich möglichst viel Untertunnelung, Anwohnerfreundlichkeit. Und da hat der Bundestag dann die Entscheidung zu treffen. Das fordern wir ein. Und da habe ich bisher auch in der Region mit allen, die ich gesprochen habe, parteiübergreifend eine große Unterstützung erfahren für diese Vorgehensweise. Okay. Das ist doch eine Beruhigungspille von der CSU, dass hier 60 Kilometer Tunnel kommt. Ja, entscheiden Sie es heute. Einfach. Machen wir mal hier weiter im Podium. Bitte schön, immer gleich, weil das Mikrofon eh schon bei Ihnen ist, nehmen wir gleich den Herrn da vorne. Mein Name ist Roland Feindor. Ich wohne nicht an der Strecke. Die Strecke geht auch nicht durch meinen Garten oder meinen Hinterhof, wie es oft so schön heißt, sondern ich bin betroffen durch Klimawandel und durch Steuerverschwendung. Und das sind alle Leute, egal ob sie in Rosenheim wohnen oder in München, in Hof oder in Hamburg. Und warum? Hier, in unsere Voralpen hier, soll der längste Eisenbahntunnel Deutschlands betoniert werden. Das kostet uns als Steuerzahler 10 Milliarden und bis fertig ist, sind es wahrscheinlich 20 Milliarden. Ja, wenn es fürs Klima gut ist, es ist aber nicht fürs Klima gut. Die Brenner Basistunnelgesellschaft und die Friedrich-Naumann-Stiftung, FDP-nah, haben ausgerechnet, wie viel Kohlendioxid bei einem Kilometer Tunnel entsteht. Und wenn man das auf unsere Strecke hier umrechnet, und das kommt dann durch die Lkw nicht gespart, die dann unter Umständen später mal auf der Schiene kommen. Das ist genau der eine Satz noch. Hier wird über 1 Million Tonnen Kohlendioxid allein durch den Tunnelbau schon erzeugt. Das kann durch wegfallenden Lkw-Verkehr niemals kompensiert werden. Verstehe, aber hätten wir dann nicht den Brenner Basistunnel auch gar nicht bauen sollen? Der Brenner Basistunnel ist jetzt nicht mein Thema hier, sondern hier. Ja, aber das ist ja natürlich eine Frage, die sich dann sofort auftut. Brenner Basistunnel ist aus meiner Sicht wichtig und richtig, denn dort spart man den sehr langen Weg und sehr kurvigen und sehr engen Weg über den Brenner. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns gibt es eine Alternative, den Bestand auszubauen, ohne Steuerverschwendung. Und seit dem Klimaurteil ist das eigentlich verfassungswidrig. Und jeder Mensch. Gleich nochmal andere. Jeder Mensch. Herzlichen Dank. Die Dame hatte sich gemeldet und der Herr dahinter. Ich muss ein bisschen kürzer machen, weil wir haben so viele Hände oben. Erst den Herr da hinten mit der Samtjacke und dann die Dame hier vorne mit der weißen Strickjacke. Ja, guten Abend, Matthias Bernhard, erster Bürgermeister aus Oberaudorf. Herr Minister, ich hätte eine Frage. Und zwar ist seinerzeit vom damaligen Ministerpräsident Seehofer gesagt worden, wenn die Trasse kommt, Sie haben gesagt, Sie gehen davon aus, jetzt gehen wir mal auch davon aus, dass es so ist, dass dann die Kosten keine Rolle spielen dürfen, um die Bevölkerung zu schützen. Das ist mein erster Teil der Frage. Steht diese Aussage auch jetzt in der Landesregierung noch? Und der zweite Teil, da möchte ich jetzt auch meine Bäuerin vom Ort aufgreifen. Es sind aber jetzt bei uns nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe, es ist auch das größte zusammenhängende Almgebiet in Bayern, was hier in Frage steht. Das wird nämlich auch von den Bauern im Tal bewirtschaftet. Und die werden definitiv ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn diese Strecke so kommt, wie derzeit geplant. Wir haben in Oberaudorf und auch mit meiner Nachbargemeinde Kiefersfelden Alternativen vorgeschlagen, entwickelt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch vielleicht zu einem Gespräch bei uns mal bereitstehen und dann auch von der Staatsregierung diese Alternativen, die den Neubau zu einer gänzlichen Untertunnelung führen könnten, gebe ich gleich weiter, ob dann genug Geld da ist. Aber wir wollten, haben wir ja versprochen, die Dame noch dazu nehmen. Genau. Also mein Name ist Miriam Nilges. Ich bin zweite Vorsitzende der Bürgerinitiative Brenner Nordzulauf, Landkreis Ebersberg. Und bei uns im Trassenabschnitt zwischen Grafing und Ostermünchen verhält sich so, dass die Bahn konsequent die Forderungen der Region nach einem naturverträglichen, kostenoptimierten Ausbau der Bestandsstrecke mit optimiertem Lärmschutz für alle Anwohner konsequent ignoriert.
Und das, obwohl wir mehr als 2000 Unterschriften bereits in der Region gesammelt haben und auch politische Beschlüsse bis hin zu einem angenommenen Dringlichkeitsantrag im Bayerischen Landtag haben. Wir konnten in der kritischen Analyse mit Andreas Brandmeier nachweisen, dass es massive Planungsfehler im Trassenauswahlverfahren gibt. Die konnten auch durch den Stresstest, den die Bahn vorgelegt hat, in dem sich die Bahn auch selber geprüft hat, muss man ehrlicherweise sagen, nicht widerlegt werden, sondern im Gegenteil, wir haben weitere massive Planungsfehler gefunden. Und die Frage ist jetzt einfach, wir haben festgestellt, dass wir durch Optimierungsmaßnahmen an der Bestandsstrecke allein in unserem Trassenabschnitt Kosten in Höhe von Milliarden, von einer Milliarde mindestens einsparen können. Okay. Und da ist jetzt schon ganz ehrlich die Frage. Lassen Sie mich eine Frage kurz machen, weil ich möchte das gleich an den Herrn Josel. Ich würde gerne einen Satz noch, dann bin ich fertig. Und zwar stellt sich für mich da die Frage, Frau Neuchel, Herr Bernreiter, wann fahren wir gemeinsam nach Berlin und hauen dort wirklich mal auf den Tisch im Bundesverkehrsministerium, damit diesen Machenschaften, die die Bahn hier abzieht, Einhalt geboten wird? So, aber da muss auch die Bahn antworten können. Herr Bernreiter, ganz kurz nur, Sie dürfen also mit der gut aussehenden jungen Dame gemeinsam nach Berlin fahren und beim Kollegen Wissing auf den Tisch hauen oder den Tisch am besten gleich verrücken, damit da was vorwärts geht. Aber die Frage vom Redner, den wir gehört haben, also was ist mit zum Beispiel Lärmschutz und mit möglichst verträglichen Lösungen, wenn dann irgendwas irgendwie gebaut wird? Ist da auf jeden Fall auch im bayerischen Steuersäckel genug Geld da? Also im Freistaat Bayern, das ist nicht die Aufgabe des Freistaats Bayern, der Kollege, oder Entschuldigung, nicht der Herr Kollege oder Herr ehemalige Ministerpräsident, Horst Seehofer hat natürlich auch als Parteivorsitzender gesprochen, als Mitglied der Bundesregierung. Und das fordern wir, natürlich fordern wir das ein, dass das Geld da keine Rolle spielen darf. Und ich verstehe das Argument, ich war ja letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich mir kein Zeitgefühl mehr, war ich mit etlichen Bürgermeistern hier vor Ort. Die kommen gern auch einmal nach Oberaudorf, hören wir das auch an. Ich kann aber nur den Moderator spielen, weil wir das entsprechend nicht entscheiden. Leider, sage ich mal, weil sonst hätten wir natürlich jetzt hier ganz andere Handhabe. Früher war das so, Horst Seehofer hat die Möglichkeiten gehabt, derzeit nicht. Das war ja so. Ich kenne natürlich die Situation in Grafing sehr gut. Muss ich auch noch eine schöne Geschichte erzählen, weil das für mich auch unverständlich war. Wir hätten uns im kleinen Kreis mit Herrn Brandmeier getroffen, mit dem Landtags-Bundestagsabgeordneten, mit dem Landrat. Die Deutsche Bahn ist untersagt worden, dass sie mit uns reden. Da waren zu viele CSUler dabei. Kann auch nichts dafür, dass die alle da vor Ort gewählt sind und Verantwortung tragen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir da ins Gespräch kommen. Ich muss noch mal wiederholen. Ich habe sowohl den Herrn Bundesminister als auch den Herrn Staatssekretär eingeladen, dass er vor Ort kommt. Die sind die maßgeblichen Entscheidungsträger, dass wir hier das vor Ort diskutieren. Aber da werden nicht einmal meine Briefe momentan beantwortet. Aber man muss auch dazu sagen, weil die Diskussion ja schon länger geht, die Vorgänger von Herrn Wissing waren alle von der CSU. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig für die Diskussion. Herr Josel, wir haben die Dame gehört. Es waren jetzt doch zwei relativ massive Vorwürfe. Der erste war, wenn ich es hoffentlich richtig zusammenfasse, war, die Bahn kümmert sich bei allen Planungen, ob jetzt Neubau oder Ausbau, nicht um den Lärmschutz. Und der zweite Vorwurf, es werden einfach Planungsfehler gemacht. Dort, wo wir neu bauen, da kümmern wir uns natürlich um den Lärmschutz. Dort, wo die Bestandsstrecke nicht angepackt wird, da gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, den Lärmschutz zu stärken. Das ist ein Thema, was mit dem Bund diskutiert wird. Ja. Es sind ganz klare Bundesvorgaben. Und wenn der Bund oder jemand anders sagt, also wir finanzieren dort den Lärmschutz, dann planen wir ihn natürlich mit. Aber wir sind an die gesetzlichen Rahmenbedingungen gehalten. Ja. Nur eine Frage, weil ich es jetzt nicht ganz verstanden habe. Das heißt, wenn ein Bestand ausgebaut wird, dann heißt es nicht automatisch, dass der Lärmschutz dann auch... Doch, wenn der Bestand ausgebaut wird, dann wird dort natürlich auch Lärmschutz kommen. Aber hier bei der Variante Limone wird die Bestandsstrecke ja nicht angepackt. Okay. Und deshalb wird dort von uns momentan kein Lärmschutz. Und das ist eine politische Forderung, die ich verstehe, die wir verstehen. Aber da muss dann der Finanzier, der Bund, entscheiden, was er dort vorhat. Okay. Und Planungsfehler, Josel? Also wir haben keine Planungsfehler gemacht. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Wir haben ja lange vor Ort diskutiert. Wir haben hier verschiedene Varianten in einem objektiven Verfahren bewertet von einer externen Stelle, nicht durch uns, sondern von der Uni Innsbruck. Und wir haben dann diskutiert. Wir haben ja das auch eine weitere Variante mit in die Betrachtung mit reingenommen, die von Bürgern vorgeschlagen war, bestandsorientiert. Nur wenn Sie an der Bestandsstrecke ausbauen, haben Sie natürlich, wenn Sie durch die Ortschaften fahren, Lärm und Erschütterung. Und das führt zu einer massiven
Abwertung dieser Variante. Und diese Variante, die wir jetzt gewählt haben, Limone, ist die in der objektiven Bewertung, die am besten herauskommt. Die Dame hat sich noch mal gemeldet, hat vielleicht wahrscheinlich noch mal ein Gegenargument. Dann geben wir ihr noch mal schnell das Mikrofon, weil es ist ja eine Bürgersendung. Also, wie gesagt, ich bitte nach wie vor darum, Sie können gerne mitfahren, dass wir gemeinsam nach Berlin fahren und das vorstellen, weil wir können nachweisen, dass diese Planungsfehler bestehen bei Lärm, bei Erschütterung in allen Punkten durchgehend. Und wie gesagt, das Kernargument ist wirklich, wir können am Bestand bauen mit einer Einsparung in Milliardenhöhe. Und okay, ich glaub, Dankeschön nochmal als Erläuterung. Können wir mal das Mikrofon schnell weitergeben, weil ich einen alten Bekannten sehe, der schon in vielen Jetzt-Red-I-Sendungen hier aus der Region dabei war, nämlich Hajo Gruber, der Bürgermeister aus Kiefersfelden. Herr Gruber, jetzt ist ja Kiefersfelden direkt, das kennen die allermeisten, weil es da schon mal vorbeigefahren sind, weil es auch eine schöne Gemeinde ist, direkt an der Nahtstelle zwischen Bayern und Tirol. Was ist Ihre Position, wenn Sie jetzt natürlich auch da im Inntal zu Hause sind und da hören, da wird entweder eine Strecke neu gebaut oder die alte ausgebaut? Meine Position ist relativ eindeutig. Es ist einfach so, das Inntal ist maximal belastet mit dem überregionalen Verkehr. Die Lebensqualität im Inntal wird beeinflusst von den Lkw, von den Pkw, auch vom Zug, der stattfindet. Die einzige Rettung ist, dass tatsächlich Verkehr auf die Schiene verlagert wird. Und die Tiroler haben uns das vorgemacht. Die haben Schiene verlegt. Die Schiene ist zum großen Teil im Boden. Die haben den ganzen Verkehr auf die Art und Weise auf die neuen Gleise verlegt. Es wird auch immer wieder behauptet, die neuen Gleise werden von den Güterzügen nicht benutzt. In Tirol kann man es anschauen, da haben die das schon gemacht. Da sind 2/3 bis 3/4 der Güterzüge fahren durch die neuen Tunnelstrecken. Genau das ist die Lösung, die für den Inntal Lebensqualität mittel- und langfristig bringt. Eine klare Aussage von mir, ich weiß, wir haben natürlich Glück, wir haben eine reine Untertunnelung. Und deshalb wünsche ich allen anderen Bürgermeistern, dass sie zum gleichen Ziel kommen. Aber das ist die Lösung der Lebensqualität im Inntal, auf der Tiroler, auf der bayerischen Seite für uns alle. Eindeutige Stellungnahme von mir zu dem Ganzen. Vielen Wie Dank. Schon gesagt, als Bürgermeister von Kiefersfelden. Da hat sich, weil Sie haben die Österreicher angesprochen, ich glaube, das ist ein Bürgermeister aus Österreich, aus Tirol. Deswegen habe ich mir doch gedacht, weil nur die Österreicher haben so schöne Krawatten. Also fast so schöne wie meine, aber... Georg Eicher, Hirchenberger Bürgermeister der Gemeinde Erl. Die Gemeinde Erl hat 7 Nachbargemeinden, 5 davon sind bayerische. Also ich bin nicht ganz aus dem Land ausgerutscht. Wollte mich bedanken für das Traumerlebnis, dass eine Abgeordnete in Bayern feststellt, dass die Brennerachse die billigste ist. Das diskutiert Tirol seit 20 Jahren. Also hätten Sie mal zuhören sollen. Zum Ersten. Zum Zweiten absolut beim Hajo Gruber, absolut. Es ist eine belastete Region. Zu glauben, es passiert nichts auf der Strecke, ist einfach nicht faktenbasierend. Die Strecke kommt, es gibt bi- und trilaterale Verträge darüber. Also zu träumen, es passiert nicht, der Traum endet als Albtraum. Das Aber muss ich schon sagen. Herr Bürgermeister, führen Sie in Tirol auch eine Diskussion um den Ausbau oder Neubau eines Zulaufs? Weil ihr seid ja, ist ja klar, an der Grenze geht es ja dann bei euch rein und dann fahren die Züge ja weiter. War über Jahrzehnte beinahe schon intensive Diskussion, logischerweise. Ich bin ja alt genug zu wissen, wie das in Baumkirchen gestartet ist. Und wir haben es war nicht projektiert, alles unter der Erde zu bauen, aber das Ergebnis war letztendlich das, dass das in der Erde verschwunden ist, was verschwinden hat können. Das kostet Geld, aber so ein Projekt baut man nicht nach Taschenrechner, so ein Projekt muss urenkeltauglich sein und das hat Österreich und Tirol zustande gebracht, das hat auch Geld gekostet. Italien baut seit 2007 Österreich, Tirol seit 2009, Bayern diskutiert seit 2005, 6, 7. Ihr müsst weiterkommen irgendwann einmal. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wir machen gleich weiter bei den Bürgern. Gleich mal hier den ersten hier vorne, den jungen Mann mit dem weißen Hemd. Und dann bin ich hier oben, wer möchte. Bitte schön. Mein Name ist Ful Andreas. Ich bin hier von der ortsansässigen Bürgerinitiative in Rohrdorf tätig. Und was wir, und da muss ich wirklich alle wir sagen, von den Bürgerinitiativen, wir sind nicht gegen die Deutsche Bahn. Wir sind nicht gegen einen Neubau. Nur, wenn ich mir anschaue, was in Stuttgart, passiert ist, bei dem Bahnhof, was ist bei der zweiten Stammstrecke passiert? Ein absolutes Fiasko, ein Milliardengrab. Wer zahlt diese Milliarden an Kosten? Wir Steuerzahler. Ich, wenn es so agieren würde, wie mancher Politiker hier, bei mir, ich bin...
in einem Betrieb tätig, wenn ich so agieren würde, mich würde morgen mein Chef nach Hause jagen. Also das heißt, Ihre große Angst ist vor allen Dingen, dass Sie sagen, selbst ist ja noch kein richtiger Kostenrahmen abgesteckt, aber der wird mindestens 2-3 Mal so hoch und das Ganze ist dann eigentlich auf lange Sicht nicht rentabel schreibbar. Genau, wir sprechen jetzt in München von 7 Millionen, das haben Sie ja selber gesagt. Milliarden, Entschuldigung. Jetzt sind wir schon bei 14 Milliarden, wird prognostiziert. Ich kann Ihnen eins sagen, aus dem Planungsteam der Deutschen Bahn wird schon gesprochen, sie haben keine Lösung für den Seeton. Der Seeton, die Zuschauer hier am Fernsehen werden das Problem nicht kennen, der Seeton hier ist ein großes Problem. Die Deutsche Bahn im Planungsteam spricht jetzt schon davon, sie haben keine Lösung dazu. Was ist die Lösung dazu? Dass man einfach viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen muss, damit man dieses Problem am Ende gelöst bekommt. Und dann sind wir nicht bei 10 Millionen, sondern bei 20 Milliarden. Die Kosten. Herzlichen Dank. Bitte schön. Nehmen wir den Herrn hier da in der Mitte. Kann immer nur zufällig da irgendwann so viele Hände oben sind. Bitte, grüß Gott. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Michael Höge. Ich wohne in Kirchseeon. Kirchseeon ist ein Vorort von München. Und wenn ich aus meinem Fenster schaue, ich sehe heute schon 4 Gleise, auf dem reger Betrieb ist. Mhm. Da ist die S-Bahn, dann kommt ein ICE angepfeift und dann haben wir natürlich die Güterzüge von rechts nach links. Also eine massive Lärmbelastung und die Belastung, die ist nicht nur bei mir, sondern bei allen Bürgern, die von mir, also Kirchseeon bis nach München auf dieser Trasse wohnen. Und der Plan ist jetzt zukünftig, dass die Trasse, egal welches wird, bei mir vor der Haustür angeflanscht wird. Und damit haben wir doppelte Lärmbelastung. Und die Bahn weigert sich, einen Lärmschutz entsprechend nach Neubaustandard zu installieren. Das war das Argument, was wir vorgehabt haben, mit dem Argument, es ändert sich ja nichts. Für mich ändert sich schon was. Es wird lauter. Es kommen ja auch viel mehr Züge, aber die Bahn sagt, es ändert sich ja nichts. Okay. Für mich nicht voll. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und die Frage ist, wie kann das sein? Ja. Lassen Sie uns das vielleicht mal ganz kurz weitergeben, diese beiden Punkte. In dem Fall ist der Herr Minister dran. Herr Minister, weil Sie das auch zu verantworten haben. A, das ist natürlich schon ein Punkt, den der junge Mann gemacht hat. Er sagt, wenn ich mir die Bahnprojekte der letzten Jahre anschaue, zum Beispiel Stuttgart 21 oder auch die zweite Stammstrecke, sehe ich, dass das wahnsinnig viel teurer wird. Kann ich mir dann überhaupt den Neubau leisten? Ja, man muss jetzt sagen, will ich das Projekt, brauche ich das? Und da muss ich es umsetzen. Und das ist bei der Stammstrecke das Gleiche. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, wir brauchen das nicht. Ein paar im Landtag, aber alle Experten und bei jeder Diskussion, die wir haben, wie können wir München besser ertüchtigen, das Umland. Es reicht ja in weite Teile Bayerns hinaus. Also das brauchen wir unbedingt. Und wir machen in Deutschland schon immer einen Fehler, dass wir irgendwann einmal eine Zahl nennen und glauben, die hält dann bis 20 Jahre später. In Österreich oder in der Schweiz ist es anders. Da werden die Kostensteigerungen von Haus aus mit genehmigt. Das muss transparent dargelegt werden. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Amt. Wir haben jetzt wieder aufs Gleis, auf die Schiene gesetzt. Und ich hoffe, dass ich lange dabei sein darf. Und wir werden das zu einem vernünftigen Ende bringen. Aber und nicht jetzt bitte die Zahlen, wenn jemand sagt aus dem hohlen Bauch, ja, es wird uns doppelte Kosten, kostet 14. Ja, Entschuldigung, aber das ist durch nichts belegt. Und das muss man doch ganz genau darlegen. Also aber Herr Minister, noch 2 kurze Fragen. Unterstützen Sie das Projekt? Also wären Sie für den Neubau? Und wenn ja, wann oder warum? Ja, ich habe gesagt, wenn der Bedarf nachgewiesen wird. Und ich höre von allen, dass man derzeit wegen Baustellen, wegen vielen Dingen nichts auf die Schiene verlagern kann. Alle fordern Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Kommt von der Donau. Wir haben jetzt 20 Jahre im Donauausbau diskutiert. Das Gleiche. Da wird gesagt, verlagert es auf die Schiene oder auf die Autobahn. Ja, keinen flussbaulichen, also keine Wasserstraßenausbau. Hier ist wieder anders. Und überall ist bei Großprojekten so. Wir müssen uns aber der Situation stellen. Der Verkehr steigt. Das ist Tatsache. Okay. Ist jedes Jahr gestiegen. Da ist angesprochen worden, auf der Autobahn, die Blockabfertigung, das ist das, was bei mir ständig ankommt. Die Wirtschaft ist auf der Matte und wir müssen da eine Lösung finden. Ja. Herr Josel, ein Punkt noch für die Bahn. Hier ist er da vorne mit dem weißen Hemd und dem Anzug. Herr Josel, wenn wir gerade den Redner gehört haben aus Kirchseeon, kann die Bahn sich da, oder könnten Sie sich beliebt machen, ein bisschen bewegen und sagen, wir versuchen denen auch zu helfen mit Lärmschutz in Bestandsstrecken? Ist das Thema, was ich eben schon erwähnt habe. Also der Bund hat seine Regularien und an die müssen wir uns halten. Es wird politisch diskutiert und wie schon gesagt, also wir haben Sympathie dafür, aber letztendlich muss der Bund entscheiden, dass er dann auch Geld für diese Lärmschutzmaßnahmen an der Bestandsstrecke finanziert. Das Geld kommt über den Bund oder könnte es auch über den Freistaat kommen? Es könnte auch über die Kommune kommen. Ne? Also von daher, wir als Bahn sind dort Dienstleister und wenn der Bund es finanziert, gut. Wenn der Freistaat es finanzieren will, auch gut. Oder Kommune, also, Landkreis.
Geld ist Geld. Ich nehme ja auch das Haushaltsgeld, was mir meine Frau gibt. Das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Herr Landrat, noch mal ganz kurz zu Ihnen und dann möchte ich aber zu Franzi auch gehen. Wir wollen auch noch ein paar Bürger von außen natürlich dazu holen. Zerreißt das im Moment gerade den Landkreis Rosenheim, weil so ganz unterschiedliche Interessen da sind, ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Prognosen? Der eine sagt, ich bin jetzt in Kiefersfelden nicht so arg betroffen. Der andere sagt natürlich, der Bürgermeister, für mich ist es ganz furchtbar. Was macht es mit dem Landkreis? Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich für den Landkreis eine Riesenherausforderung, dass wir Menschen haben, die an der Bestandstrasse wohnen und natürlich kein großes Interesse haben, dass noch mehr Verkehr auf dieser Bestandstrasse kommt. Wir haben aber natürlich auch Menschen, die dort wohnen, wo die Neubautrasse kommt und die natürlich nicht begeistert sind, dass diese Trasse kommt. Und wir können uns auch trefflich streiten, wie der Bund 2015 entscheiden wird, ob Bedarf da ist, ob nicht, ob Kosten-Nutzen-Faktor gegeben ist oder nicht. Was mir wichtig ist, und da möchte ich den Fokus noch mal darauf legen, wir müssen auf die Entscheidungsträger Einfluss nehmen, und zwar dahingehend, dass, wenn gebaut werden sollte, wenn der Bund sich 2025 dazu entschließt, dass wir dann nicht die billigste Trasse bekommen, sondern die Trasse, die für unsere Region die meisten Vorteile bietet. Und so wie die Trasse jetzt geplant wird, ist das eben nicht der Fall. Und da braucht man eben... Und da fordern wir nicht Wolkenkuckucksheim, sondern wir brauchen ja nur über die Grenze zu den Tirolern rüberschauen. Die machen es uns ja vor. Über 80% der Trasse werden unterirdisch gebaut oder unterirdisch geplant. Und bei uns queren wir den Inn oberirdisch, die bestehende Bahntrasse oberirdisch, die bestehende Bundesstraße oberirdisch. Das wird in Tirol alles unterirdisch gemacht. Übrigens, Frau Neuchel, mit Förderung der EU, komischerweise auch bei 230. Also da ist nämlich die EU nicht ganz aus der Verantwortung raus. Also nur das Beste bei der Planung klingt fast ein bisschen wie der Werbespot von einem bekannten Automobilhersteller. Franzi, wir wollen aber noch mal schauen, was draußen auch noch mitdiskutiert wird. Ja, ich möchte noch mal zwei kleine Fragen stellen, die eigentlich große sind. Es sind viele Zahlen genannt worden. Über eine Währung haben wir noch nicht so richtig gesprochen, nämlich über Vertrauen. Peter Brück schreibt, Kern des Problems ist doch, dass die Bahn und auch die Politik in Arroganz keine wirkliche Beteiligung an den Planungen zugelassen hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, Herr Bernreiter, aber wenn man die Diskussion heute Abend verfolgt, dann weiß man, wie hoch die Emotionen sind. Hat die Politik da nicht auch Vertrauen verspielt? Hat man da Chancen verspielt, mit den Bürgern in einen anderen Dialog zu gehen? Das kann ich jetzt nach einem Jahr im Amt nicht beurteilen, wenn wir nicht dabei waren. Wissen Sie, was das Problem ist? Aber ich kann jetzt mal kurz Reise nach Jerusalem spielen. Sie sagen, Sie sind ein Jahr im Amt. Sie sagen, es ist die Ampel in Berlin. Sie sagen, es ist der Bund. Also es wird ja immer so munter hin und her gereist. Ich kann das. Na. Also, ich kann das müssen, ja verstehen, ich will das ja nicht anders machen, aber hilft ja nicht. Nein, aber wir müssen doch bei den Fakten bleiben. Ich kann doch jetzt mir kein Urteil erlauben, wie das da gelaufen ist. Ich kann Ihnen sagen, dass bei anderen Projekten das Gleiche war, ist alles hinterfragt worden. Und auch wenn 25 Experten gesagt haben, so ist es, dann ist auch gesagt worden, das stimmt okay, nicht. Okay, Herr Bernreiter, wissen Sie was? Ich lasse Sie jetzt in Ruhe und frage den Herrn Josel. Jetzt darf der sich noch mal kurz quälen. Herr Josel, Stuttgart 21 fiel als Beispiel. Hat die Bahn Vertrauen verspielt, weil die Bürger sich nicht mehr auf die Zahlen verlassen, die kommen? Sie haben den Planungsdialog hier angesprochen und es wird oft hier in der Region gemeint, Planungsdialog heißt, dass man mitbestimmen kann. Planungsdialog heißt mitwirken und wir, es ist ein Unterschied. Aber wir müssen schauen, dass die Planung verkehrlich, betrieblich sinnvoll ist, dass sie wirtschaftlich ist. Das sind die Rahmenbedingungen, die der Bund uns setzt und es muss dann auch genehmigungsfähig sein. Aber wenn Sie jetzt, da machen wir jetzt, ich muss heute alle psychologischen Tricks aus der Hobbypsychologie-Küche anwenden. Wenn Sie Almbauer wären, fangen wir es mal so an, dessen Existenz jetzt dranhängt, ob da eine neue Trasse gebaut wird oder nicht, wie würden Sie sich denn dann zu dem Projekt verhalten? Ja, ich würde es natürlich auch kritisch sehen. Aber es ist die Frage, kann Deutschland noch Großprojekte? Also wir haben auf europäischer aber Ebene, Frau Neuchel, haben wir die Brennerachse beschlossen, haben beschlossen, dass dort 4 Gleise von Verona bis München laufen sollen. Aber Herr Josel, was ist mit dem Vertrauen, das vielleicht verspielt wurde? Sehen Sie das oder sagen Sie, nee, wir haben versucht, es transparent und gut zu machen? Also wir haben hier einen intensiven Dialog, den wir führen. Herr Neumann, der Projektleiter, sitzt ja neben mir und er hat mit sehr vielen hier in der Runde Gespräche geführt und seine Mannschaft auch. Wir haben über 300 Gespräche geführt und wir nehmen ja die Anregung auf, die
die Betroffenheiten auf, die hier da sind und haben auch an der einen oder anderen Stelle auch Umplanungen vornehmen können. Zum Beispiel die südliche Innquerung. Also da haben wir eine Unterführung und also einen Tunnel unterm Inn. Und solche Themen haben wir aufgegriffen. Aber wir können nicht an jeder Stelle alles aufgreifen, sondern wir müssen eine Akzeptanz, eine durchsetzungsfähige Strecke hier bauen und planen. Und letztendlich müssen wir auch an das, es gibt Betroffenheiten, das ist uns klar, mit denen müssen wir umgehen. Aber letztendlich haben wir hier eine Verkehrsplanung, die europaweit gestaltet worden ist. Und da müssen wir auch überlegen, wie können wir das realisieren. Und an der anderen Stelle und insgesamt fürs Klima haben wir hier Vorteile. Und das, was aufgenommen werden wird, soll ja auch eine Sendung wie jetzt mit ihm machen. Jetzt habe ich es der Dame hier oben versprochen, in dem Dirndl. Mikrofon ist bei Ihnen und dann bin ich gleich bei dem Herrn da mit dem weißen Hemd und dem blauen Pullover. Grüß Gott, mein Name ist Maria Heimerer. Und wir sind Nebenerwerbslandwirt und ich möchte das jetzt auch gleich betonen, wir verlieren keinen Grund. Ich kämpfe hier für die ganze Region von Kiefersfelden bis nach Assling auf, weil wir sind eine Urlaubsregion und wenn die Heimat zerstört ist, dann kommt da keiner mehr. Und uns muss klar sein, und das, da bitte jetzt alle Zuhörer, jeder, der wo unterschrieben hat, rettet die Bienen. Gell? Rettet die Bienen bedeutet aber auch, dass wir unsere Fauna, Flora erhalten und das Grundwasser. Weil wenn das kaputt ist, dann gibt es ja nichts mehr zum Retten. Dann hilft ja nicht der Blühstreifen, den wo wir am Ackerrand so ein bisschen hinmachen. Wir brauchen unsere Heimat. Und das ist eine richtig wichtige Sache für uns, weil die Region ist deshalb so schön, weil wir es unbelastet lassen. Also ebenso schön. Und stopp, ich möchte noch was sagen. Ja. Jeder Bauer muss x-mal nachweisen, dass er einen Stall bauen darf. Um geht es und so und so und so. Und bei der Bahn, da sagt man, ja, einen Bedarf, den rechnen wir euch dann einmal vor, wenn wir uns entschieden haben. Also, ich weiß Leute, die haben gesagt, es fahren zurzeit 160 Züge, die haben sich hingeguckt und haben einmal geschaut. Und die Züge werden nicht mehr, und das, da muss ich jetzt einfach sagen, da glaube ich denen, die sich hingeguckt haben und gezählt haben und nicht die, die einmal drei Tage hochgeschätzt haben. Und deshalb bitte ich schon mal, dass man sagt, Bestand erhalten, Neubaustandard ausbauen und Umfahrungen bei Dörfern machen. Die Firma Rösler also, hat das richtig die, gut geplant. Der Zweifel an der Prognose. Bitte schön, der Herr oben. Sie klatschen. Nein, jetzt lassen wir ihn sprechen. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ich möchte auch noch ein paar andere nehmen. Dankeschön dafür. Ich glaube, Ihre Message ist angekommen. Bitte schön. Was haben Sie dazu zu sagen? Mein Name und ich komme aus Langhampfen. Ich muss zwei Punkte aufnehmen. Einmal den Bürgermeister aus Erl würde ich gerne entgegenhalten und dem Herrn Josel zwei Sachen. Einmal, es wurde wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit verloren. Wir sind aus Österreich. Wir haben, mein Schwager hat einen Hof. Und da ist es so, wir haben Enteignung in der Zwischenzeit. Wir sind ein bisschen weiter als wir, ihr da jetzt heraußen. Es sind zwei Punkte. Nummer eins, warum ist in der Gemeinde Langhampfen, die im jetzigen Planungsabschnitt ist, warum wird sich da ein Bürgermeister eine Autobahnzufahrt ausverdingen und ausverhandeln mit der Bahn? Ich weiß, es ist nicht die Deutsche Bahn, sondern die ÖBB. Aber warum wird da eine Autobahnausfahrt ausverhandelt? Also genau okay, also ob wir das jetzt heute Abend noch klären können, wage zu bezweifeln. Was war der zweite Punkt? Und das zweite ist ganz einfach das, dass man sagt, im Endeffekt, wir brauchen das nicht, weil wir die Almwirtschaft, wir haben wahnsinnig viel Ausgleichsflächen oben im Wald und so weiter. All die Sachen, die kommen auf die Landwirte dazu. Sie wissen es noch nicht. Und da wird einfach nicht offen umgegangen mit also den Leuten. Das heißt, Sie sagen anders als der Bürgermeister, den wir gehört haben, es ist absolut nicht alles Gold, was glänzt. Auch so da gibt es Schwierigkeiten. Auch da ist es nicht so einfach. Gut, also so herzlichen Dank. Dankeschön für die Wortmeldung aus Österreich. Nehmen wir gleich den Herrn drunter, weil er von seinen Nachbarn auch gleich noch einen Fingerzeig kriegt. Grüß Gott, Servus. Grüß Gott, Baumann Christoph aus der Gemeinde Schächen. Das ist nördlich von Rosenheim. Bei uns ist die Trasse, die kommt von den Innleiten raus im Osten, geht dann westlich Richtung Ostermünden. Wir kriegen entweder einen 5 Kilometer langen Damm, der wo 12 bis 15 Meter hoch ist, unten 60 Meter breit, oder eine aufgeständerte Variante mit mindestens 30 Meter hoch. Ja. Und da das wollen Sie nicht. Das wollen wir nicht, weil das die Landschaft total zerstört. Ja. Bei der aufgeständerten Variante kann man sagen, es ist nicht so viel Fläche verbraucht. Trotzdem muss ich mit Blick auf die Uhr jetzt sagen, dann ist es angekommen. Herzlichen Dank auch nochmal für die Wortmeldung. Hat auch nochmal einen Applaus verdient. Dankeschön. Und damit leider 21.14 Uhr. Du, ich muss erst mal. Bist du kurzsichtig? Ich bin kurz, weitsichtig und alles. Du, wer bist du eigentlich? Jetzt kommen die Kollegen von Kontrovers. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir werden das weiter diskutieren. Wir sind nicht am Ende. Dankeschön nochmal. Großer Applaus. Dankeschön an Rohrdorf. Und wir sind bestimmt nicht zum letzten Mal. Nein, das glaube ich auch nicht.